Ja, Erich, da sind wir auch schon wieder zurück bei einem weiteren Ründchen Raft. Herzlich willkommen natürlich auch an die Zuschauer. Einen wunderschönen guten Tag. Was machen wir denn heute? Schönes Brösterchen, ne? Ja, riech doch mal an der Flasche, Tobi. Oh, geil. Riecht, das ist die, wo ich vorhin pisse rein, also wo ich reingepisst habe, ne? Ne, die habe ich dir zurückgegeben. Ja, ich habe die getauscht wie so ein. So ein Taschentrickser. Ich verstehe, Tobi, ich verstehe. Ganz kurz, wir haben nichts mehr. Achso, bei der Insel wollten wir doch noch nach Schätzen suchen? Ne, doch, da ist noch einer, okay. Stimmt, da war die Insel. Stimmt, wir haben gerade angelegt an der Insel. Richtig, da musst du gleich mal mit deinem Metallding rüber. Genau. Du machst wieder den Tauchgang, ne? Den mache ich dann, ja. Super, warte, ich... Sigi. Ich mach das kurz von hier oben. Geronimo! Einfach ohne Heimaske rüber, let's go. Alter, wir sind so lit drauf, ne? Krass. Leben am Limit, Tobi. Ne, gelbe Blume. Wer will denn eine gelbe Blume? Ach, weg mit dir. Was ist das hier? Was denn? Voll die kleine Nische hier, voll lustig, ja, oder? Ja, irgendwie schon. Wo geht's denn hier so hin? Ah. That's music to my ears. Yes, but I think it's up there oder up there. Oh Gott, das da hinten wäre schlimm. Oh, that's shit. That's very shit. But hier ist noch eine weiße Blume. Hier sind auch schwarze Blumen, aber ich glaube. Tobias. Oh, warte, ich bin unterwegs. Ich komme. Tobias. Tobias. Eine Kiste. Tobias, bitte. Ja, Tobias, bitte. Oh, das ist ja unfassbar. Nun, ich bin erfreut. Zwei Titanherz. Geil. Hallo. Geil. Das hier fällt mir gut. Sind das Mangobäume? Das ist kein Mangobaum hier, ne? Hier ist Mangobaum. Ja. Mangöchen haben wir noch. Ich nehme mit, Erik, ich nehme mit. So, ich schwimme mal wieder rein. Alles, was man kriechen kann, wird mitgenommen, nicht? Aber ich komme jetzt nicht daheim. Sag doch mal hallo, vielleicht macht er ja nichts. Ah, gut. Nee, hab's gerade noch geschafft. Wir wollten auch noch so einen Haiköder machen, ne? Und so, also nicht Haiköder, sondern so den, ne, das beim Schiff irgendwas machen. Ja, ja. Da könnten wir einen Ausgang und Eingang für uns machen und gleichzeitig noch so einen Hai, Büppel. Wo der Hai immer mal im Speer bearbeitet. Ja. Oh, würde ich begrüßen. So ein schönes Hai-Steak wäre mal schon wieder geil, ne? Ne? Medium gebraten. Sehe ich genauso. So, jetzt folgendes. Das hier kommt weg. So, Tobias. Ich bin auf Rache aus. Es geht um die Möwe? Haben wir keine Riesenmuscheln? Doch, irgendwo sind die in irgendeiner Kiste. Irgendwo oben bei der Küche, aber frage mich jetzt nicht wo. Ach. Nein, Moment. Ich glaube, wir haben keine mehr. Waren die? Die waren, glaube ich, in den Schränken, die weg sind. Kann das sein? Nee, da waren nur Rezepte drin, glaube ich. Die vier Schränke an der Seite, da waren eigentlich nur Rezepte drin. Wenn du Riesenmuscheln findest, kannst du mal mitbringen? Ich bring mit, ja. Danke schon. Weißt du jetzt, wofür du die brauchst? Ja. Okay. Lohnt sich aber auch voll. Für Esther? Ja. Da braucht man Muscheln für. Ja. Cool. Tobi, frag bitte nicht. Ich versteh's doch auch nicht. So. Gut, ich weiß, so eine Möwe knackt schon Muscheln, glaube ich, ne? Das ist schon nicht unrealistisch. Ich meine, okay, klar. Das ist schon möglich. So, der kommt weg. Jetzt finde ich hier natürlich keine Muscheln, ne? Ist ja klar. Natürlich. Das wäre doch zu einfach sonst auch. So, das müsste noch gehen. Die sieht kacke aus. Achso, ich brauche wieder Nägel. Nägel. Sieht das zu kacke aus vielleicht? Oh Gott, sieht das schäbig aus. Oh nee, das kann ich nicht machen. Unser Schiff ist so elegant und dann so eine Kacke hier. Nee, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Was denn? Ja, unter Wasser von weitem so eine Hardrockenbrücke.
Na, sag mal. Willst du mich verarschen spielen? So. Seitdem hat das Let's Play aber auch ein bisschen Dampf, ne? Ja, schon. Wie gesagt, also das ist schon, ne? Ja. Das steigert das gewisse Aggressionspotenzial und macht effektiver. Geil. So. Okay, wenn ich jetzt hier so. Und dann könnte man theoretisch hier noch weitere Kisten. So. Ja, das ist es, Tobi. Das ist es. Das muss weg. Nein. Okay, die Planken da unten, die will ich eigentlich nicht verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Aber scheiß drauf, jetzt ist egal. So. Ach, komm, lass mich doch mal eben hier raus. Hier hoch jetzt, bitte. Tobi, was zum Spieler? Halt nicht. Lass nicht die Kinder wieder nicht mitspielen, Tobi. So, warte. Bei der Mucke vermöbel ich die aber auch gleich dann. Zu Recht? Ja, ja, klar. Verdient haben sie es ja auch. Na, Sigi. Wollen wir mal ehrlich sein. So, boah, ich glaube, das ist schon... Ich glaube, das ist schon okay so. Mal gucken, wie das funktioniert, ob das in der Praxis auch so funktioniert, wenn ich jetzt... Das geht. Leck mich fett. Dum, 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 dum. Soll ich dir denn mal die Riesenmuschel hingeben? Ja, ich glaube, das wäre sehr erfreulich. Bist du ganz oben, ja, ne? Ich bin gerade an einer neuen Schmelze. Ajo. Und wenn ich sage neu, Tobi, dann, oh ja. Halte ich fest. Alter. Geil, ne? Das ist nice. Und das auf beiden Seiten. Okay. Bisschen übertrieben vielleicht, aber geil. Ja, nice. Danke dir. Vielen Dank. Alter. Boah, geil. Er dreht wieder komplett am Rad. Ja. Gefällt mir voll gut. So. Und hier können ja theoretisch auch noch Kisten. So, auf der anderen Seite noch schön. Biodiesel. Oh, ich sehe gerade Knochen. Daraus kann man ausbauen. Oh, so, geil. Riesenmuscheln. Da fällt mir was ein. Achso, ich mache den Anker wieder weg, ne? Achso, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, war nur eine Riesenmuschel? Ja, war leider nur eine. Ja, gut, man nimmt, was man kriegt, ne? Ist das wenigstens ein Netz oder braucht man 10 Riesenmuscheln für ein Nest? Nee, eine zum Glück. Ah, okay. Easy. Oh, sieht richtig... Oh, sieht schön aus. Boah, da kommen mir auch Ideen. Oh Gott, das will ich machen. Wir müssen unbedingt Riesenmuscheln sammeln, Tobi. Oh oh. Wir machen eine Brutbank. Aber ich glaube, es kommen maximal 2, ne? Ja, ich glaube ja. Okay. Also ich habe zumindest immer zwei gesehen. Okay, das ist nicht ganz mittig, aber ist egal. Ich bin bereit. So, ja, auf beiden Seiten dann, ne, so schöne Nester, das ist doch eigentlich nice. Dann haben wir auch immer wieder frische Schenkel. Jeder mag Schenkel. Das stimmt. Ne? Vor allem ohne Hose. Gut, Möwen mit Hose würden auch lächerlich aussehen. Noch lächerlicher, als sie nicht sowieso schon aussehen. Das stimmt wohl, ja. Ja, ja, richtig. So, hier passt kein Kupfer mehr rein, Erik. Was machen wir denn da jetzt? Ja, warte, ich habe ja extra hier diese neuen, wunderbar. Die neuen wunderbar. Nischen aufgestellt. Sehr schön. So, damit du brauchst wahrscheinlich auch noch Tonziegel, ne? Ja. Gut. Wie ich da nur drauf komme, wa? Weiß ich auch nicht. Huch, was war das? Boah, ganz kurz war zwischendurch eine andere Musik irgendwie dazwischen. So eine andere Melodie. Ja, so.
Habe ich auch gerade gehört. Ja. Weird. Oh, Abfliege. Okay. Theoretisch wären ja natürlich auch die Titanschränke hier ganz nice, ne? Bei der Schmelze. Ach, Erik, was soll ich dir sagen, ne? Oh, ich kann zwei machen, zwei neue. Oh, okay, okay, cool. So, wie viel Titan kostet so eine nochmal? Vier. Das ist so übertrieben, ne? Ich habe mal zwei gemacht, aber ich gebe dir die für die Küche. Nee, bau die ruhig dahin, alles gut. Nee, Zutaten erstmal aus. Ne, das ist easy. Nee, komm. Dann muss das nicht so oben auf diese komischen Dinger machen, ne, und sowas. Brauchst du Zutatenschränke? Oder brauchst du eher fertiges Essenschränke? Also ein fertiges Essenschrank wäre nice. Mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht erstmal. Okay, dann tue ich dir den schon mal rein. Ist das richtig rum? Ja. So, der ist bei Schwimmertpommes drin, ne? Geil. Und für Fische, ja komm, den anderen Kühlschrank packe ich dir für die Fische da rein. So. Alter, das Fische hast du. Ja, na klar. Fleisch geil. Und Fische. Sehr nice. So, Eiermilch ist auch schon drin. Ja, super. Ja. Hier ist übrigens auch noch ein Bananenbaum, ne? Zwei Stück. Ja, ich weiß. Aber die bleiben ja hier auch. Aber du kriegst den Samen, wenn du den jetzt abbaust, kriegst du keinen Samen wieder, ne? Doch, dann müsst ihr wieder kriegen. Ah, okay. Wenn die Möwen den abbauen, dann nicht. Gut, die sind aber auch unverschämt. Ja, da sagst du was. So. Ansonsten wird aber alles sehr schön hier, ne? Wow, so viel Ziegel. Geil, Tobi. Hey, was geht? Nice. So. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja doch ein Titänchen. Oh, Titanbarren aufnehmen, Metallbarren aufnehmen. Okay, drei Titanbarren. Und ich habe noch... Ja, ich krieg noch einen Kühlschrank hin, Tobi. Geil. So. Und dann mach ich den mal hier rein. Ist nicht sehr übersichtlich bei den Dingern da, aber naja, es geht schon. Und hier mache ich dann auch, glaube ich, Titanschränke hin oder so. Mal gucken. So, was ich brauche auf jeden Fall hier oben sind Planken. Ich mache dann hier unten Planken rein und da oben einfach Rohstoffe. Ich glaube, das ist sinnvoller. Also ich hätte hier oben dann später noch vier Kisten für Planken. Okay, gut zu wissen. Ja. So, dann warte ich noch auf die fertigen Briketts. Ich würde es auf der anderen Seite, glaube ich, mit den Dingern hier genauso machen, wenn das geht. Doch, das müsste gehen. So. Benötigt Rohkost. Komisch, das Essen kann ich ja nicht reinschmeißen. Will ich natürlich auch nicht. Ich wollte nur mal da testen, ob man das... Das geht nicht. Okay. Und Blumen? Weiße Blume platzieren. Okay. Geht das auch? Das geht auch hier. Okay, gut. Das heißt also... So. Was ist los? Nee, Quatsch. Was denn? Wieso sehen unsere Kartoffeln so faul aus? Da sind so schwarze Punkte drauf. Die haben wir schon lange nicht mehr angerührt. Denk mal darüber nach. Alles, was man länger nicht mehr anrührt, wird faul. Warum winkt die Kartoffel mir? So, ach, hier geht das nicht. Aber wenn ich trickse, geht's natürlich trotzdem. Ich trickse mal ganz kurz. Nein. Oh, ich bin im Baumodus übrigens, man merkt's, ne? Ah, okay. Gut. Okay, Honig geht aber trotzdem rein, ne? Benötigt Honig. Okay, das geht trotzdem. Was denn? Fleisch und Viech. Ich freue mich. So. Dann hier auch dementsprechend
Da geht es leider gerade noch nicht. Da muss ich noch abbauen. Und dann auf der anderen Seite. Ja, wir könnten dann noch wunderbar sehr viel Biodiesel herstellen. Okay. Bräuchte aber auch viel Honig dafür. Honig? Honig. So. Na. So. Ist dein Essensbalken gerade sehr weit gefüllt? Ja, wieso? Okay, gut. Sag mal Bescheid, wenn er gleich nicht mehr so gefüllt ist dann. Was hast du vor? Huch. Ich will mal ausprobieren, wie viel so... Also 5 Gemüsesuppen, wie viel leben die, also wie viel die hochgehen. Okay, okay, okay. Da sag ich dir gerne Bescheid. Mit den Bienenstöcken gucke ich auch mal, ob wir den Honig nicht direkt bei den Bienenstöcken ablagern können, statt unten ins Lagerhaus zu müssen immer. Oder? Ja. Ist irgendwie sinnvoller. Gut, da ist auch noch ein bisschen Platz daneben, ne? Ja, das schon. So, das dürfte dann auch ganz nice werden hier. Da müssen wir uns um Biodiesel keine Sorgen mehr machen. Ja, gefällt mir schon alles ganz gut. Das eskaliert alles, ich finde das sehr nice. Ja. Huch, hier wächst ein Mangobaum. Cool. Bei den Tieren, ne? Ja, voll geil. Ja, hab mal gedacht, das passt ganz gut. So, ich sammle mal die Trockenziegel auf. Trockenziegel, 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 Droggelbecher, Trockenziegel. So. Die haben wir. Ich wollte die eigentlich noch auf den Etagen so ein bisschen verteilen, aber ich dachte mir, das wäre dann gemein. Hast du gerade... Ich sehe das da oben. Sieh, was sie da tun. Nein, hoch. Nein, Hilfe. Ich hab das gehört und gesehen. Und nice. Ich mag es. Nice. So, Hähnchen. Weißt du was? Ich pack die Hähnchenschläge mal zu Fleisch. Fleisch und Geflügel. So. Eier und Minz. Eier und Minz. Die Fische kannst du auch direkt hier rüberräumen dann, ne? Ach, hast du schon. Super. Perfekt. Hab ich schon. Ach, schön. Ich mag hier alles. Ja, das stimmt. Das ist geil. So war das. Das müsste... Der letzte weiße Samen ist gepflanzt. Oh. Hey. Geil. So, und ich brauche Wasser. So. Hm? Ich bin in der falschen Kiste unterwegs gewesen. So. Hier unten auch mal irgendwann weitermachen. Wie ist es aus bei den Tieren mit den Batterien? Das passt noch, ne? Ich glaube ja, zumindest war das gemacht die ganze Zeit. Super. Okay, dann gucken wir nochmal. Brauchen wir Mangosamen? Ich wollte Planken holen. Ob wir welche brauchen oder haben? Brauchen? Ich glaube aktuell nicht wirklich. Wieso? Nee, dann ich habe einen gehabt. Achso. Oder zwei waren das. Ich habe die mal weghauen. Ja. Also wir sind glaube ich an genug Inseln, wir kriegen mal wieder welche, glaube ich. Ja, das kommt gut. Planken wollte ich holen. So. Also die Öfen... Boah. Die Öfen fressen auf jeden Fall Planken ohne Ende. Gerade die ganzen Sachen fressen ganz schön Planken. Ich würde, dass es da nicht noch was gibt zusätzlich, dass du das quasi noch an das Bio-Netz-Dings anschließen kannst. Das wundert mich ein bisschen. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber vielleicht soll das noch kommen, ich habe keine Ahnung. Da hast du recht. Oh, Metallwaren aufnehmen, Metallwaren platzieren, aufnehmen, platzieren, 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 platzieren. Oh, schön, wie alles knistert hier. Ja, ist schon nice. 8 Schmelzen in Funktion.
16 gleich insgesamt, reicht für den Anfang. So, wie viel Schmelzen können wir denn noch machen? So, 4 Schmelzen können wir noch machen. Das heißt, wir kriegen noch eine Reihe da unten voll. Nice. Und Titanbarren, Titanbarren, vielen Dank. Ach, schön. Freue ich mich. Und dann mache ich noch einen Titanschrank für hier oben. Gucken wir mal, ob wir die nächste Insel sehen. Dann können wir gleich wieder vielleicht noch nach Titan gucken gehen, ne? Ja, ja. So armselig, dass das so lange dauert, ne? Ja, und dass es so teuer ist, alles bei Titan. Ah. Vor allem so ein riesiger Schrank, warum muss das Titan sein? So, hä? Träumchen. Okay. Dann. Das kommt raus. So. So. Ja. Das Boing Boing ist speziell. Hat es Bedürfnisse? Es riecht ein wenig streng. Ah, okay, okay. Also schon zu lange auf dem Schiff hier, meinst du? Möglich. So. Okay, bupp. Und... So, das sieht doch schon viel besser aus. Oh ja, mit den Schränken wäre das schon ganz nice. Dann haben wir hier unten die Planken drin, oben die Schränke. Huch, hatte ich gerade nicht noch irgendwo da. Das wäre schon ein Träumchen. Geht euch auch noch, ne? Ja, die großen Schränke sind doch schon sehr praktisch. Okay. Ja, die sind geil, aber... Die sind halt so teuer, ich verstehe nicht warum. Ja, stimmt. So, Metallbarren aufnehmen. Schmeiß auch mal damit dazu. Und Trockenziegel hier. Bam, rein da. Gut. Das gefällt mir sehr gut hier alles. Ein bisschen Licht wäre hier irgendwie ganz nice. Aber wie macht man denn das am besten? Feuer wäre hier gut, ne? Feuer hier. Das Buch auf, das Questbuch. Huh? So. Mit dieser wunderschönen Familie. Mhm. So, warum auch immer das eigentlich einfach aufging. So, mal gucken. Mal gucken, dann hier nochmal eine. Mal gucken, wie das aussieht. Müssen wir nachts checken. Ich weiß, ob das genug reicht. Oh, das reicht. So. Prima. Prima, prima. Das gleiche dann hier nochmal. Das machen wir einfach auf der anderen Seite. Können wir es direkt mirroren. So. Die Palmwedel müssten leider alle raus. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Theoretisch könnten wir jetzt aber auch schon benötigt Honig.
Honig? Oh. Was denn? Entschuldigung. Mal vorher denn? Das Boing Boing melken. Aber das ist nicht so wirklich richtig, glaube ich. Oh. Ich dachte, das Boing Boing mag's. Egal, was du kochst. Karl Marx. Ach, Tobi. Der ist old but gold, kannst nichts gegen sagen. Ein endloser Quell der Unterhaltung. Danke. Aber das mag ich. Weißt du, ich glaube, ich mache bei einem Biodiesel mache ich nicht doppelstöckig. Nee? Nee, weil da kann man nicht so gut sehen, wie das da oben voll ist und so. Ja, das stimmt, das ist mir gerade auch aufgefallen. Ja, ja, ja. Und das im Grunde genommen, es reicht auch, wenn wir es auf beiden Seiten haben. Ja, das stimmt. Mal schauen. Das stimmt, das ja, stimmt. Mal schauen. Vielleicht mal gucken. So. Erich, da hast du was recht, ne? Also Biodiesel damit erstmal nicht auffüllen, weil ich muss die Dinger noch umbauen dann irgendwie. Das will ich nur machen, wenn die leer sind. Leer. Ja, Digi. Achso, hier ist noch ein Biokraftstoff überall. Ort Biokraftstoff. Ich wünschte, es gäbe so einen Einfüllstutzen, Stutzen, der unten die Tanks alle voll macht. Dass man die nicht einzeln voll machen muss, sondern dass man einfach nur einen Einfüllstutzen hat, hier oben zum Beispiel, mit einem Rohr für unten dran. Und dann kannst du hier oben immer auffüllen. Ja, das wäre nice. Das ja. Stimmt. Wo man ja. So ein Rohr nach oben legt und einfach E drückt, pam, drinne. Genau, genau, genau. Fertig. Das wäre ganz cool. Schon geil. So, dann machen wir die erstmal fertig. Oh. Was denn? Ich hab Tanken gegen geschissen, weil ich schon wieder voll bin. Oh. Oh, 913. Cool, cool, cool. Oh. Huch. Machen wir da. Oh, Entschuldigung, ich baue. Erik, was habe ich dir über das Bauen gesagt? Ist der Baumodus überfordert mit dem, was wir hier machen, oder was? Das wäre ja ein Witz. Ich meine, andere Leute haben größere... Also wenn er damit schon überfordert ist, ganz ehrlich, ne? Ja, andere Leute haben größere Boote, glaube ich, ne? Huh. Ja. So, das ist dicht. Ich kann so nicht spielen. So. Bin mal gespannt, was das hier oben wird. Hallo? Boah, ist das nervig. So. Ich höre gleich wieder auf mit dem Bauen, Tobi. Kein Stress. Ich bin hier eher am Kochtopf hin und her swappen. Also. Okay, okay, okay. So. Immer wenn ich meinen Hammer rauspacke, gefriert, gefriert die Welt. Ja. Kannst mal hingucken. So. Das ist, weil die Welt mit was Kleinerem rechnet. Sie erzittert in Ehrfurcht. So, mal kurz mal Hammer wieder wegschicken. Oh, hier ist eine große Insel. Oh, und da fahren wir hin, oder was? Sollen wir? Ich meine, mir ist egal. Ich müsste aber drauf Kurs jo. Nehmen. Ja, mach mal, nimm mal drauf Kurs. Dann stelle ich mich mal neben dich oben und guck mir das mal an, wie das von da oben aussieht. Alles klar, dann... ich beide. So. Oh ja. Sanftes Drehen. Motor an. Schon geil von hier oben, ne? Ne? Geh mal ins Steuerrad. Probier mal ein bisschen rum. Mit dem sanften Drehen und so. Das ist schon ganz geil. Und du siehst halt alles. Ah, schon ziemlich ja, cool. Ist mega cool. Ne? Komm, ein bisschen vor wie bei Sea of Thieves so ein bisschen, ne? So. Mhm. Fehlt nur noch irgendwie... Ich würde sagen, wir lassen uns einfach von den Zuschauern was einsingen. Und dann machen wir da so eine Shanty draus. Hey, yo, rum. Bring den rum. So. Hört sich bestimmt nicht weird an, weil alle unterschiedliche Stimmenlagen haben. Gar nicht. Ich erinnere mich, wir haben mal so versucht, so einen Chor über Teamspeak singen zu lassen. Das, oh, ach, 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 oh der Anker. Oh, der Anker. Oh, der Anker. Oh, der Anker. Ja, das kriegen wir... Das Schiff ist so groß, oh Gott.
Oh Gott, das Schiff ist so groß. Okay, Anker ist draußen, hallo. Dankeschön. So ist. Wir stehen genau in der Parking Area. Ist perfekt. So. Achso, ich wollte mal gucken, wie sieht's denn hier drin dann aus? Okay. Manchmal Inventar leer, nicht? Ja. Okay, das sieht okayisch aus. Da muss hier noch zu. Okay. Ich meine, so viel sammeln wir jetzt auch nicht immer, ne? Nö. Quatsch. Ich muss mal kurz diese drei Antennen loswerden. Das Problem ist, dass die automatisch immer. Das ist halt scheiße. Das sieht scheiße aus, naja. Oh, wow. Was denn? Die Brethren vom Wasserdings ist wieder leer fast. Die eine zumindest. Der Brethren? The Battery. Ah, the Battery. Aber wir haben die Aufladegeräte, da liegen immer neue drauf. Also immer vollgeladen. Ja. Jetzt. Ich muss jetzt zumachen. Oder... Ne, es wird nicht aussehen. Ne, das geht nicht. Nee. Okay. Fünf Hunis. Tue ich nochmal hier rein. Hunis. Oder hier rein. Hunis. So, da. Bup, weg damit. Dann habe ich ein paar Schüsseln für dich. Ein paar Blumen für unten. Oh ja, Schüsseln. Wo bist du denn? Kannst du bitte durchs Fenster werfen hier unten? Warte, ich komm eh. Morgen. Hey. Bitte. Schüsseln, bitteschön. Ah, oh, dankeschön. Oh geil, 7 Stück, nice. Prima. Da war noch Pfand drauf. Ich krieg 25 Cent pro Schüssel, bitte. Ne, wir haben jetzt geschlossen. aber ein Pfandgeld. Wir haben geschlossen. Aber ich muss noch Pfand drauf zahlen und... Ne. Das Gesetz wurde geändert. Gestern. So, Glas. 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 Glas? Glas. Schilder packe ich mal zu Werkzeuge, ne? Oder? Ja. Ja, oder Deko oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich pack Deko hier. Komm, Deko. Such dir mal aus, ey. Ja. Vogelscheuche kommt da auch direkt rein. Wie hast du mich genannt? Arschloch. Ah, gut. Ich dachte schon. Nee. Vogelscheuche wäre mir zu hart gewesen. Ja, deswegen nämlich. Ich war da schon, Nee. Dachte schon, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Nee, das wird nie passieren, Tobi. Okay. Alle Wörtchen, die wir miteinander reden, sind absolut unernst. Ja. Nein. Hä? Was? Manchmal. Aua. So, wie es hier weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Nein. Was denn? Ein Höhlenpilz gerade aus der Tasche gefallen. Oha. Da musst du mal lüften in deine Tasche. Geht nicht. Ja, und dann hier nochmal. Kann man theoretisch auch was reinmachen, aber naja. So, schön. Da kann man hier ein bisschen so eine Sitzlounge machen oder so. Ich habe gehört, wir gehen nächste Folge zusammen auf die Insel. Oh ja, habe ich, ja. Das ist ein guter Plan. Das ist gut, ne? Das ist ein sehr guter Plan, hast du recht. So. Prima. Mal gucken, was man hier macht. Ich weiß ja noch nicht. Vielleicht dann hier. Oder hier. Ich weiß es nicht. Ja, wird aber schön. So. Gut. Nächste Folge, sagst du? Nächste Folge, sag ich. Na geil. Lass mal hingucken. Muss ich mal Wasser. Ja, mach ich auch. Guck ich genau hin. Guck ich mir genau an, was du heute machst. Nächste Folge.
Sehr gut. Guck mal. Ja, mach ich auch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge, wo es dann pünktlich wieder Nacht wird. Ja, geil. Nice. Tschüss.